Der Löschgruberhof ist ein Erbhof. Das heißt, er wird seit über 200 Jahren von der Familie Griechbaumer bewirtschaftet und bewohnt. Unser Hof ist ein Milchviehbetrieb. Seit 1987 haben wir als zweites Standbein auch Urlaub am Bauernhof. Ein besonderes Angebot auf unserem Betrieb ist, dass wir sehr viele Produkte selbst produzieren. Das wird von den Gästen sehr gern angenommen und sehr geschätzt. Das wird ein Topfenkäse. Da kann man Kräutertopfen machen mit unseren Kräutern aus dem Kräutergarten. Den geschnittenen Topfen tue ich in die Tücher, dass die Molke da abfließen kann. Die Milch für den Topfenkäse, die sind von unseren eigenen Kühen. Die werden biologisch gehalten. Das unsere Gäste auch immer sehr schätzen. Als Kropfermacher ist es nicht ganz einfach. Zuerst nehme ich Mehl und Salz und Zucker. Ein wenig Salz, Salz und Zucker rein. Und in Germ. Dann rühre ich da noch die Milch auf. Und Teier und ein bisschen Rum. Ja, und die Gäste mögen es halt so gern, die Kropfen. Aber jetzt gehen wir es an, die Schredl zu machen. Damit wieder genug Brot da ist. Das Brot wird gewogen, 1 Kilogramm. Jetzt fahren wir den Stritzel. Ich bin auch kein gelernter Bäcker, aber ich mache das schon 20 Jahre. Ja. Die Leute wollen vom Bauern ja das Brot haben, nicht vom Bäcker unbedingt. Besonders wichtig ist uns der Familienanschluss, dass wir wirklich einen engen Kontakt mit unseren Gästen pflegen. Unsere Gäste sollen zu Freunden werden. Musik